So, der erste Teil der Story hat nicht, wie ich angenommen habe, begonnen, nachdem man die Badges freischaltet, sondern nachdem ich hier oben die nächsten 25 Trainingsgeräte da gekauft hat, also die Shred-Mills. Nachdem ich hier den 50er-Multiplikator bekommen habe, ist jetzt hier sozusagen der erste Teil der Story gestartet und schauen wir es gleich mal an. Okay, im Moment ist es noch nicht viel Story dabei, sondern hier ist jetzt erstmal nur, dass sich das Gerät sozusagen jetzt dort aufhält. Naja, dann bin ich mal gespannt, ob das sozusagen in diesem Fall keine weitere große Erzählung ist, sondern dass letztlich einfach nur der Raum nach und nach natürlich mit diesen Geräten befüllt wird und ob das dann jeweils tatsächlich der nächste sein wird oder ob sich das dann weiter hinausschiebt. Also hier war es jetzt bereits die zweite Freischaltung sozusagen. Ja, mal sehen, ob das dann jetzt so dabei bleibt, dass das im Endeffekt mit jeder Stufe einfach nur freigeschaltet wird, und ich halte euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. So, der zweite Teil der Geschichte oder zumindest ein weiterer Teil ist jetzt aktiviert worden, als ich die 10. Veggie gekauft habe, und damit ist im Endeffekt für das Everything Unlock eben der Badge aktiviert worden. Das heißt, jetzt sollte hier, ja genau, das Bild hat sich noch nicht geändert, sondern okay, hier ist der erste Badge aktiviert worden für das dieses aktuelle Event. Es wird auf jeden Fall interessant bleiben, ob außer den einzelnen Geräten hier in dem Bild auch noch so eine Geschichte erzählt wird, aber wahrscheinlich war das auch nur die Christmas Carol, und hier gibt es halt dann nur die Zusammensetzung des Bildes, und mal gucken, ob unser neues You dann auch wieder etwas gesünder aussieht und nicht so durchgezecht. Ja, jetzt ist gerade wieder der nächste Block freigeschaltet, in dem hier die 80 Gesundheitsshakes sozusagen aktiviert sind, und schauen wir mal, was sich jetzt geändert hat. Also jetzt sind hier die Bilder an den Wänden dazu gekommen und das Springseil. Ja, also es wird keine spezielle Story oder so weiter geben, also nicht so eine Geschichte, wie es bei Christmas Carol erzählt wird, sondern es wird einfach hier der Raum nach und nach gefüllt werden. Also was sind das, die Pro-Team-Shakes, ist jetzt hier der Hintergrund geändert worden. Und ja, bin gespannt, wann die nächsten Elemente jeweils dazukommen. Okay, im Moment ist es so, dass sich sozusagen die nächsten Stufen geradezu überschlagen. Das heißt, ich bin jetzt gerade erst mit 3 Millionen wieder neu gestartet und habe jetzt trotzdem sofort 120 Millionen schon wieder angesammelt. Also die Multiplier scheinen hier dann sich selber sozusagen gegenseitig zu beschleunigen, vor allen Dingen, wenn man hier drüben nicht die Bremsen reingehauen hat. Und ja, deswegen lasse ich euch jetzt einfach mal direkt schon mitlaufen. Ihr habt gesehen, hier ist auch gleich wieder der nächste Sprung aktiviert worden. Und hier kriege ich jetzt gleich den Chips Badge. Also so, da hat sich jetzt hier sozusagen, das ist der zweite Badge von diesem Event aktiviert, direkt mit dem 30, also mit dem Everything Unlock 30. So, jetzt mal schauen. Hier ist jetzt gleich wieder das nächste Upgrade möglich. Und das nächste Unlock hier mit den 50 zum Beispiel kann ich gleich da wieder weiterlaufen lassen. Und hier sind dann auch gleich schon wieder 15 fällig. Das heißt, hier kann ich auch gleich schon die nächste Stufe dann nehmen. Dort noch da den Multiplizierer wieder hochnehmen. Ihr seht, das läuft aktuell sehr, sehr schnell, dass ich hier eigentlich gar nicht großartig warten muss. So, jetzt nehme ich den auch rein, 499. Mal gucken, der wird ziemlich schnell auch gleich wieder erreicht sein. So, und dann ist der hier auch schon wieder jetzt 170. Da war jetzt auch, also hier bei 90 Boxhandschuhen, genau, da habe ich jetzt die nächste Ausrüstung bekommen. Also das hier drüben, das hier vorne hat sich jetzt sozusagen ergänzt. So, dann ja, mal gucken, hier 75, das heißt, hier oben wartet auch schon gleich wieder der nächste Multiplier. Und
So, bei 10 Millionen kann ich die Profite wieder multiplizieren. Also ihr seht hier oben, das läuft ganz, ganz flott. Und schon bin ich beim nächsten. Das heißt, ja, also da kann ich direkt eben, dauert es bloß wenige Sekunden, um den nächsten, die nächste Stufe freizuschalten. So, bei den Milchshakes sind es 120, einfach zwei Zehner rein und schon ist da auch wieder der Multiplier, also die nächste, das nächste Unlock freigeschaltet. Dort sind es dann 15, da fehlen noch 5 aktuell. Okay, die Milchshakes, ich denke bei den Hanteln, die gehen ja normal in Zehner-Schritten, genau, das heißt, die kann ich auch gleich wieder aktivieren. Und ebenso für die Mohrrüben, die ja, ja einfach nur bis zu 35 aktiviert werden müssen und dann wird wieder überall die Geschwindigkeit eben nochmal verdoppelt. Also ihr seht, das geht ruckzuck, wenn man sich einfach nur auf die linke Seite konzentriert und hier auf der rechten Seite nur so weit geht, dass hier noch keine ja, Malusse verteilt werden. Und ihr seht jetzt schon, jetzt habe ich schon 105 Billionen sozusagen bekommen. Und ja, also der nächste ist hier wieder dann mit 25, das heißt bei 200 ist hier der nächste. Hier 140, 105, genau, das wäre jetzt eigentlich der nächste, weil die sind jetzt schon 39, 37, 37, also das ist die gesamte Reihe hier. Da wird die 15 wahrscheinlich fast schneller sein, aber ich werde jetzt auch erstmal wieder ja, die Angels einsammeln, weil bei dem Umfang mit den Geschwindigkeiten geht das ruckzuck jetzt hier wieder vom Anfang zu starten. Okay, jetzt habe ich hier schon die ersten Möglichkeiten, die Angels direkt einzukaufen, also hier im Endeffekt die Update zu kriegen, weil das waren ja jetzt schon nur Millionen, die die gekostet haben und ich habe schon jetzt schon Billion Angels. Da kann ich hier schon einen Haufen Profite kaufen, ohne dass ich tatsächlich all, irgendwas großartig aktivieren musste. Dann einmal die Manager durch. Ihr seht, hier ist jetzt überall schon die erste Stufe aktiviert. Hier geht es jetzt eigentlich nur darum, so die 9, hier geht es auch dann bis 9. Hier ist es ein 4er. Hier ist auch ein 4er und hier ist es dann wieder 9. Das heißt, die werde ich jetzt wieder auf die entsprechenden Stufen bringen. Das heißt, hier war es 49, hier ist es 99, was sozusagen die maximale bevor dem ersten Multiplier sind. Die beiden sind beide auf 74 einzustellen. So, und hier der ist auf 49 einzustellen. Damit habe ich hier sozusagen auf der rechten Seite das Maximum. Jetzt muss ich jetzt mal noch starten, damit die überhaupt Gelder einbringen. Dann kann ich hier schon die nächsten Upgrades vorkaufen, bevor ich letztlich hier dann in die, ja, in die Upgrades einsteige. So, da jetzt erstmal bis 100, hier bis 80. Mal gucken, wie weit ich da jetzt gleich gehen kann. 150. So, das heißt, ihr seht, ich habe fast schon direkt 35, das war vorhin die Veggies, mit denen ich aufgehört habe. Und dabei habe ich jetzt noch nicht mal die ganzen weiteren Upgrades gekauft. Also, das läuft schneller, als ich sie bald kaufen kann. So, also die Angels haben sich jetzt schon auf die Trillions ja, erhoben, also gleich wieder die nächste Zehnergröße weiter. Das wird dann nachher, wenn ich jetzt das noch einen Moment laufen lasse, kann ich hier dann sozusagen die nächste Stufe kaufen mit den Trillion Angels, die einfach mal noch ein bisschen laufen lassen, bis sie da auch die nächsten Großordnungen erreichen. Und einfach mal hier, da kann ich jetzt gleich 100 dazu kaufen. Das macht natürlich, weil es sind mehrere Multiplier dann hier drin gewesen. Oh, der ist sogar schon durch. Ja, das heißt, ja, da bin ich schon am Ende mit der, mit dem maximalen Profit, den der dort möglich ist. Dann mal schauen, wie schnell das jetzt bei den Milchshakes funktioniert. Weil die haben ja dann auch keinen weiteren Multiplier und sind dann am Ende. So, für die Boxhandschuhe. Die Boxhandschuhe hatte ich ja schon
sozusagen im Raum bekommen. Jetzt muss ich bloß mal gucken, was so das Maximum für die Boxhandschuhe ist. 150. Da ist also dann auch nicht wirklich viel zu tun. So, damit sind die Boxhandschuhe auch auf dem Maximum. Wir die Upgrades dazu kaufen. Dann mal schauen, die Dum-Dum-Bells sind bis 100, also auch nicht sehr viel dort, die gekauft werden müssen. So, ich habe jetzt nicht genau geschaut, bei welchem das jetzt tatsächlich umgesprungen ist. Das heißt, hier sind jetzt eigentlich nur die paar Hanteln dazugekommen. So, und jetzt geht es dann noch weiter mit den Veggies. Mal gucken. Das geht noch bis 55. Und so, da sind jetzt natürlich, genau, das sind das Everything Unlock ist natürlich aktiviert worden. Das heißt, ich habe jetzt den Chip Badge, hatte ich ja vorhin schon bekommen. Das waren jetzt die Megabucks, 40 auf Everything. Okay, hier kommt nachher 50 auf Everything. Das heißt, da muss ich auf jeden Fall dann den Malus kaufen. Aber das dürfte dann auch keine große Relevanz mehr haben bei den Geschwindigkeiten, die dort inzwischen sind. So, jetzt werde ich da auf jeden Fall den 50er aktivieren. Und dann, okay, also bis 55 war ja dann der letzte. Das heißt, hier ist jetzt auch alles durch. Und da habe ich jetzt hier noch die Hantelstation dazu bekommen, obwohl ich ja eigentlich die Moorrüben gekauft habe. Aber gut, das heißt sozusagen, die Fitnessseite von der Seite ist jetzt abgeschlossen. Jetzt geht es eigentlich nur noch darum, hier auf der rechten Seite die nächsten Sachen dazu zu kaufen. Mal gucken, also die Angels sind inzwischen in den Quintillionen. Und was ich ja jetzt im Endeffekt brauche, sind 50 auf Everything für den Soda Badge, dann 60 gibt es nochmal das Gold. Und wenn ich 100 von allem habe, bekomme ich den Burger Badge. Jetzt muss ich mal gucken, wie viel ich maximal kaufen kann. Also jetzt hier aktuell bin ich bei 66. Das heißt, die 100 ist noch ein ganzes Stück entfernt. Dann werde ich jetzt erstmal hier, das hier dürften jetzt 200 gewesen sein. Da muss ich mal kurz schauen, weil ich habe mir das in einem Excel-Sheet sozusagen die Spannen aufgeschrieben. Weil wenn ich den hier jetzt erhöhe, am besten gleich auf 299, das ist dann sozusagen der nächste Optimum, um hier möglichst viel noch auch für hier die rechte Seite rauszubekommen. So, von dem anderen, da kann ich dann davon ausgehen, dass das, mal gucken, wie viel ich maximal kaufen kann. Okay, 849, das ist kein Problem. Dann kann ich da bis 549 gehen. Dann werde ich dort 549. Genau, und jetzt habe ich dann auch hier... Aha, also ich habe hier einen Roboter bekommen, der mir sozusagen jetzt das Soda bringt. Das ist ja sehr freundlich. Ist doch überhaupt gar nicht so ungesund. So, der nächste ist jetzt die Computerspiele. Die werde ich jetzt auf 3,99 hochbringen, wo sie dann sozusagen auch das Maximum von dem nächsten oder beziehungsweise sogar von dem übernächsten sozusagen hier den 30er Multiplier zuletzt aktivieren, bevor dann hier wieder ein Malus kommt. Das hat mir jetzt noch nichts weitergebracht. Dann die Makrochips, die dann auch auf 3,99. So. Und dann auf 399. Dann ist auch wieder hier der letzte Multiplier drin. Und dann natürlich jetzt die Burger. Das heißt, in dem Moment, wo ich jetzt den Burger hochnehme, bekomme ich auf jeden Fall den Badge. Okay, genau, das ist ja nicht der Burger Badge, sondern da kommt jetzt erstmal nur der Soda Badge. Und der Burger Badge kommt dann erst, wenn ich alles auf 100 habe. Und zwar den wollte ich jetzt auf 249 bringen. Okay, dann werde ich hier mal wieder die 9 aktivieren. Das bis auf 40.
und dann noch einen 100er drauflegen. So. So, das heißt, jetzt geht es im Endeffekt darum, wann ich hier die nächsten Sachen aktivieren kann. Auf jeden Fall kann ich jetzt mir erstmal noch das Gold holen, weil die Veggies, so, das ist jetzt das letzte Premium-Item gewesen. Jetzt fehlt bloß noch der letzte Batch für das Event. Und dann bin ich, zumindest was die Batches angeht, durch. Aber was dann noch fehlt, also ich werde hier jetzt gleich nochmal neu starten, unabhängig davon, gut, hier kann ich jetzt sowieso nichts mehr freischalten, aber ich brauche ja von den Veggies im Endeffekt 100 Burger Batch, also für den Burger Batch brauche ich 100 Everything, und im Moment ist das Einzige, was noch bremst, sind sozusagen die Mohrrüben, von denen es einfach nicht genug gibt. Und da es hier ja auch keine weiteren Multiplier mehr gibt, also wird das auch so ziemlich die Grenze sein, zumindest auf der Seite. Das wird sich dann nachher, denke ich, mit den Multipliern noch verändern, in der Form, dass nämlich zum Beispiel das Sofa bis zu 2000 seinen größten Batch hat. Also Reset und ja, mit den Angel Upgrades. So. Ah, okay, die Quintillionen. Na gut, dann lasse ich die mal noch stehen und gucke das mal noch, wie weit sich das entwickelt. Und erstmal das Ganze laufen lassen. Das heißt, bei den Werten kann ich jetzt aber auch gleich die rechte Seite deutlich weiter ausbauen. Aber ich werde die jetzt alle schon mal auf die 9 hinten setzen, damit ich die dann nachher ziemlich leicht auf die höheren Multiplier umstellen kann. Soweit. So. Und jetzt die hier sozusagen auch glatt ziehen, damit die dann mit den Multipliern anfangen können und beziehungsweise dann gleich irgendwo aufs Maximum. So, 250, das war jetzt eh schon der letzte, genau. So. So, die Milch, die Shakes sind auch durch. Gleich mal hier noch die, oh, nicht die, sondern die Upgrades aktivieren, die jetzt natürlich auch wieder schneller durchgelaufen sind, als ich sie sozusagen reaktivieren kann. So, ah, okay, das heißt, hier sind wir auch komplett durch. Das heißt, es gibt keine Verbesserungen mehr, die dort gekauft werden können. Und die Angels sind auch wieder in einem sozusagen mehrfachen 10er Potenz oben drüber. Das heißt, jetzt es bleibt dann bloß abzuwarten, wie weit die Veggies hier sich dann auf 100 bringen lassen. Hier kann ich jetzt im Endeffekt einfach mal so just for fun die noch ein bisschen hoch machen. So. So, jetzt ist nämlich dann die Frage für die anderen, das sind, ich bringe den jetzt erstmal wieder auf die 99 hinten, jetzt mache ich die alle mal auf 99, weil dann kann ich die einfach mit den 100ern durchreichen, auch wenn die vielleicht noch nicht ganz passen, deswegen muss ich mal nochmal in der Liste dann gucken. So, also dann machen wir die jetzt hier erstmal bis 499, das so, da, okay, das machen wir bis 549, 4, 549, die Spiele bis 399 und die Chips ebenfalls bis 399. Und jetzt noch die Burger, da kann ich erstmal 249 machen. So, jetzt fehlt mir im Endeffekt immer noch, 89 Veggies kann ich aktuell aktivieren, aber ihr habt ja gesehen, dass hier die Angels wieder um ein Vielfaches gestiegen sind. Das heißt, ich starte einfach direkt, ich habe die noch gar nicht aktiviert gehabt. Ich starte direkt wieder in den nächsten Reset. Hier laufen ja im Moment hier Uni-Winktillionen durch und so, wieder die Angels abholen und dann wieder nochmal neu starten. Dieses Mal dürften, genau,
Okay, damit sind im Endeffekt auch alle Angel-Upgrades gekauft. Jetzt brauche ich hier nur noch die einzelnen Upgrades zu aktivieren. Ihr seht schon, da sind jetzt, hoffentlich habe ich jetzt nicht zu früh aktiviert, aber ich denke mit den Multipliern, die jetzt überhaupt von den Gewinnen sind, das ist egal, ob die jetzt ein bisschen schneller oder langsamer durchlaufen, weil die Veggies ohnehin ziemlich aktiviert werden. Ja, die Manager sollte ich noch kaufen, damit es sozusagen im Hintergrund automatisch läuft. So, jetzt sind wir bei 88 hiervon bereits. So, die kann ich alle durchkaufen. Jetzt kaufen wir mal noch die Sofas. So, das heißt, wir haben jetzt unseren Sessel bekommen. Ja, der Sessel ist jetzt auch da. Das ist dann sozusagen der letzte Upgrade. Mal schauen, es müssten, also fürs Fitness, für die Getränke und die anderen, also für die gesunden Sachen gab es das überall. Für Soda und für Sessel haben wir jetzt auch. Jetzt fehlt uns noch die Spielekonsole. Und hey, na, das ist doch mal ein Heimkino. Also, spielen können wir jetzt auch. Das heißt, uns fehlt nur noch, gut, die Angels sind wieder da. So, gibt es noch Kartoffelchips zum Futtern? Ah, es gibt was Besseres als Chips. Es gibt einen ganzen Billardtisch. Also, mit den Chips gab es den Billardtisch, der jetzt freigeschaltet wurde. Und dann gibt es hoffentlich noch was zu essen. Ah ja, okay. Das wird nicht vom Roboter serviert, aber zumindest hier vorne haben wir jetzt auch noch die Burger zum Essen. Das heißt, hier dürfte jetzt auch alles komplett sein, auch wenn... So, ja, jetzt sind im Endeffekt... Jetzt fehlt uns nur noch der Burger-Badge. Und ja, das klappt. Also, geschafft. Congratulations, Capitalist. You have completed the event and unlocked currency exchange to earn more Megabucks. Okay, das heißt, gut, also Galerie haben wir alles durch, alle freigeschaltet und alle Events, also alle Unlocks sozusagen aktiviert. Der Burger Badge ist jetzt hier dazugekommen. Genau, das war jetzt hier der letzte. Also das waren jetzt die vier neuen für das aktuelle Event. Unser Raum ist voll gefüllt, wir sind immer noch in Partystimmung und ja, Fitness kombiniert mit schönen Freizeitaktivitäten. Soweit. Und hier war jetzt die Aussage, dass der Currency Exchange aktiviert wurde. Okay, das heißt, ich kann jetzt für die Treswinkelionen 1 Megabucks eintauschen. Und jetzt brauche ich 100 Treswinkelionen. Das heißt, ich kann jetzt also sozusagen die Zeit noch nutzen. Also es sind jetzt noch über 9 Tage, also fast 10 Tage, in denen ich das einfach laufen lassen kann. Die Multiplier laufen sowieso alle im Hintergrund. Das heißt, hier einmal wieder die Angels mitnehmen, weil die sind jetzt wieder etliche Potenzen höher gewesen. Hier alles dann wieder einkaufen. So, einmal dort einkaufen. Dann hier die Aktivierung der Manager, damit das auch alles seinen Gang geht. Und letztlich muss ich hier nirgendwo mehr drauf achten, weil die sozusagen sofort ins Maximum gepusht werden. Vor allen Dingen, sobald hier die ganzen Upgrades durchgelaufen sind. Da gibt es dann nichts mehr. Aber ihr seht, das ist immer noch multipliziert sich hoch, aber wir sind nicht allzu weit entfernt. Also hier hatten wir zwar einstelligen 0 Millionen und hier läuft es immer noch im 0 Millionen Bereich durch. So, mal schauen, wie es jetzt hier mit den Malussen aussieht. Inwieweit es dann, in welcher Geschwindigkeit es dann insgesamt läuft. Weil letztlich sind die letzten, in der Galerie muss ich dann nachgucken. Weil die letzten waren natürlich immense Multiplikatoren. Das heißt, bei den, beim Burger 777, bei den Chips 666. Ich denke, das gleicht das dann mehr als genug aus, wenn hier zwar das wieder langsamer durchläuft, aber dafür sozusagen hier drüben dann noch recht gute Gewinne gemacht werden können. Ich werde das mal noch ein bisschen dann ausprobieren und gucken, wie viel Megabucks ich letztlich da im Currency Exchange bekommen kann. Quattro Vinctillion, also das sind jetzt schon dann nochmal zwei weitere.
weil aktuell ist ja dann auch einfach nur die Frage darauf zu sparen, dass hier für die anderen, also letztlich hier für den Mond nochmal ein paar Megabucks anfallen. Genau, hier die Mega Boost, also im Endeffekt nur bis 90, die ja noch benötigt werden, damit ich hier nochmal 10 Tickets kaufen kann. Wobei dann auch die Frage ist, wo die 10 Tickets eigentlich ausgegeben werden sollen. Weil bei den Events, soweit ich weiß, kann man sie eh nicht ausgeben. Und hier fehlen mir noch die, also 4, 8, 9. Also das heißt, wenn ich 10 Tickets wieder dazu bekomme, dann kann ich eigentlich nur noch 9 Tickets, also hier die 8 und beim Mars noch, beim Mond noch den einen, nur noch so viele Tickets ausgeben. Und ja, mal sehen, vielleicht gibt es dann beim nächsten Event doch die Möglichkeit, hier irgendwie die Tickets auszugeben. Aber ihr seht, hier oben ist ja der entsprechende Button nicht aktiviert. Das heißt, diesen Button, um letztlich einen so eine Fabrik zu vergolden, ist nicht vorhanden. Also mal schauen, was man dann später mit den Megabucks noch anstellen kann. Vielleicht kann man da ja noch andere Dinge aktivieren. Ja, soweit. Das war dann letztlich schon der Event. Alles weitere sind dann sozusagen einfach nur noch so nice to have. Einfach so ein bisschen Megabucks einsammeln und ja, kurzes kleines Event. Man brauchte nicht die komplette Zeit sozusagen zu investieren und kommt doch relativ schnell auch an die Badges. Und ich hoffe, ihr hattet da genauso viel Spaß dran und die Möglichkeit, die Badges zu aktivieren. Noch kurz einen kleinen Nachtrag, weil ich habe es jetzt im Endeffekt gerade schnell schon ausbaldobert. Ihr seht, wie schnell hier aktuell die Dezillionen sozusagen zunehmen. Und ich habe die Everything Unlocks sozusagen, die bei 15 aktiviert werden, aktiviert. Das heißt, am besten einfach hier die rechte Seite sozusagen alle 5 gerade sein lassen. Weil wenn ihr die trotz der hohen Multiplier zum Beispiel aktiviert, okay, also hier seht ihr, bei den Dezillionen klappt das noch ganz gut. Das sind jetzt im Moment immer so 100 Dezillionen, die da aufgehen. Mal schauen, hier seht ihr jetzt, es wird schon langsamer, es sind schon weniger als 100. Und je mehr ihr im Endeffekt hiervon aktiviert, werdet ihr feststellen, dass das immer langsamer wird. Das heißt, es lohnt sich tatsächlich nicht, diese hohen Multiplier hier am Ende zu aktivieren. Ihr seht, hier bekomme ich kaum noch Dezillionen dazu. Und auch hier bei dem letzten mit dem Burger Investment lohnt sich das in der Form nicht. Ich werde jetzt nochmal was ausprobieren. Das ändert sich zwar jetzt sowieso, weil ja natürlich jetzt die anderen Multiplier wieder dazukommen. Aber so wie es aussieht, also ich habe noch eine Idee, dass man eventuell nur den Cheeseburger sozusagen, den Burger am Ende verwendet und alles andere dann sozusagen auf dem Maximum laufen lässt. Weil, soweit ich das gesehen habe, ist ja auch der Veggie hat als solches auch die geringsten Zusatzeinnahmen. So, also ihr seht, die lassen sich schon sozusagen in einem Rutsch dann durchkaufen. Immer auf die maximalen Werte. So, hier ist jetzt im Everything Unlock bei 7. Das heißt, ich kaufe die jetzt erstmal alle auf 11. Und dann bei 15 ist sozusagen nochmal Everything mal 2. Was hier für die anderen alle unschädlich ist, weil die ja hier alle erst noch ihren Multiplier bekommen. So, ihr seht jetzt aktuell, okay, wir haben jetzt hier so 400er Sprünge von den Dezillionen. Und meine Überlegung ist jetzt mal gucken, das heißt, wenn ich die Bürger aktiviere, die ja den höchsten Multiplier hatten und auch insgesamt hier eine ziemlich gute Performance hingelegt haben, dann läuft der hier zwar schnell langsamer, aber die Moriben sind sozusagen relativ uninteressant, während hier die anderen alle Quattro-Winktillionen haben, haben die hier nur Winktillionen gehabt. Und nee, es macht trotzdem so viel aus, dass sich das sozusagen hier an der Stelle nicht lohnt. Weil ihr habt ja vorhin gesehen, dass wir hier über 400 gesprungen sind und es sind jetzt gerade mal noch 250. Also nochmal wieder Claim Reset und wieder aktivieren. Also wirklich die rechte Seite einfach auf den minimalen Werten laufen lassen, die sozusagen dort möglich sind.
also wo ihr sozusagen noch keinen Verlust habt. Und dann zur Maximierung letztlich der, ja, der Gewinne, also der Zahlen, die ihr dann bekommt, um die in Megabucks umzutauschen. So, dann kann ich jetzt hier erstmal drüben wieder sozusagen aufpäppeln. Und ja, jetzt hier sind letztlich wieder alle Boni aktiv. Was ich vorhin gesagt hatte, also der hier war bis 49, der wird bis 99, ist er unschädlich, also macht er noch keinen Malus. Die beiden bekommen 74 und der bekommt dann die 49. So. Das macht zwar insgesamt wahrscheinlich kaum irgendwas aus, ob die jetzt hier aktiviert sind oder nicht. Aber ja, schauen wir gleich mal. 7. Aber ich brauche ja zumindest die beiden bis 15 müssen sie sowieso aufgebaut werden, damit sozusagen hier das Maximale rausgeholt werden kann. Eben, das sind ja die einzigen beiden, die 7 und die 15, die sozusagen immer noch bei jedem Reset wieder reaktiviert werden können. So, jetzt noch die letzten Upgrades. Und ihr seht, wir laufen jetzt hier wieder mit über 500 inzwischen. Klar, wir haben jetzt hier auch wieder dazu bekommen. Also das ist, denke ich, so die ganz die optimale Anordnung jetzt einfach um die Megabucks, also ja genau, um die den Currency Exchange sozusagen zu aktivieren. Das heißt, es sind ja auch immer wieder 10er bzw. 100er Schritte. Das heißt mit den Quintillionen, danach die 10 Sechsquintillionen werden dann das nächste kommen. Ja, also soweit gleich noch mein Tipp und Hinweis. Lasst die rechte Seite doch links liegen und konzentriert euch auf die linke Seite, also das sportliche Fitness. Ah, wie ich gerade sehe, hat der Hintergrund auch dieses Bild übernommen. Ich weiß nicht, ob das vorher schon da war, ich habe da nicht drauf geachtet. Ich sehe nur, dass sozusagen... Nanu? Ach so, natürlich, wir haben die hier jetzt nicht wieder eingekauft. Das heißt, die werden dort nur dargestellt, wenn wir hier auf der rechten Seite auch alles wieder auf Maximum haben. Obwohl wir im Hintergrund das bereits aktiviert haben. Ich muss mal gucken in den alten Aufnahmen, ob da der Hintergrund auch in der Form angepasst war oder nicht. Auf jeden Fall, ja, jetzt nochmal von mir bis zum nächsten Mal und bin gespannt, was für ein nächstes Event bei Adventure Capitalist aktiviert wird. Tschüss!